Hallo und willkommen zum Freitagsermutiger. In der Losung im Psalm 103 steht: Lobe den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn meine Seele. Daran knüpft der Lehrtext an aus Lukas 13. Und da wird weit in die Zukunft geschaut und ein unglaubliches Bild wird gemalt. Es werden kommen von Osten und Westen, vom Norden und vom Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Lobt den Herrn alle seine Werke. Und wenn von allen Himmelsrichtungen Menschen kommen, was werden die dann singen? Im Jesaja-Buch wird uns der Text dieses himmlischen Liedes schon mal verraten. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Alle Ehre, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das Lied, das ich jetzt singen möchte, ist im neuen Liederbuch, Neue Lieder Plus, die Nummer 74. Und der Text ist Englisch, Deutsch und Spanisch. Auf vielen Sprachen wird Gott gelobt. Mit den Worten: Heilig, 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 Santo, 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 heilig ist der Gott Zebaoth. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe bendecir, santo eres, Señor. Heilig, 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 von Herzen sei dir Ehre, von Herzen bete ich dich an, heilig bin. My heart is glad to say the words, you are holy, Lord. Santo, 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 adora, mi corazón te sabe decir, santo eres, Señor, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo, 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 heilig, heilig, heilig. Mein Herz lobt dich, von Herzen lobe ich dich. Lob den Herrn alle seine Werke. Dieses Bild, dass von Osten, von Süden, von Westen und Osten die Menschen zusammenströmen. Haben Sie das schon mal erlebt, dass so ein Riesenauflauf ist?
Haben Sie das schon mal erlebt, dass man mit unglaublich vielen Menschen Gott lobt? Ich habe das in der Gospelmusik erlebt, in einem Gospelfestival in Stuttgart. Wir standen mit über 1000 Menschen auf einer unglaublich großen Bühne und haben von ganzem Herzen zu Gottes Ehre gesungen. Nochmal 2500 Menschen, die von den Zuschauerrängen aus zugehört und teilweise auch mitgesungen haben. Man kann sich vorstellen, was für ein erhebendes Gefühl das war. Und man kann sich vorstellen, was für eine Aussicht, für eine Hoffnung das hier sein muss, wenn wirklich von allen Enden der Erde Menschen kommen und Gott loben. Was für eine Vorstellung. Diese Vorstellung ist in den Köpfen drin, seit alttestamentlichen Zeiten. Von Jesaja stammt diese Prophetie, dieser Blick in die Zukunft. Es werden kommen von Norden, Osten, Süden und Westen, von allen Himmelsrichtungen und am Tisch des Herrn sitzen. Alle werden nach Jerusalem kommen und ein 8 Milliarden Menschen Tisch wird dort aufgebaut. Unvorstellbar. Aber wenn die den Tischkanon singen, da möchte ich dabei sein. Es werden kommen von Osten. Ich war mal ganz tief im Osten und konnte 2 Semester in Australien studieren und denke heute noch oft an die, die ich da getroffen habe, an John, an Thomas, an Julian. Gute Freunde sind mir die damals geworden und ich würde sie so gern mal wiedersehen. Von Osten und von Westen. Als Schüler waren mein Bruder und ich mal in den USA in einem Jugendcamp. Und haben dort Vandell kennengelernt und die und Williams, tolle Menschen, ach, würde ich die gern mal wiedersehen. Vom Norden, wir waren in Norwegen auf Sommerfreizeit, wir waren in Dänemark und haben dort, da habe ich tolle Erinnerungen an unsere Hauseltern, an die Verwalter dort vom Haus. Auch Menschen, die ich gern mal wiedersehen würde. Beim Süden muss ich an unsere Partnergemeinde in Tansania denken, an Pastor Moses, so ein liebenswürdiger Mensch in Tansania. Oder als wir in Gambia mal einen Gemeindeeinsatz hatten und einen kleinen Anbau gebaut hatten für die Missionarin dort. Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die Hunderte, sogar tausende Kilometer entfernt wohnen und die zusammenkommen werden. Was für eine Vorstellung. Ich glaube, im Himmel muss es herrlich sein. Ich freue mich darauf. Ich weiß nicht, ob es ein persönliches Wiedersehen gibt. Das ist, glaube ich, sehr menschlich gedacht, wie wenn wir dort in großen Räumen stehen. Genauso wie Jesaja sich so einen Tisch noch vorstellen konnte für 8 Milliarden Menschen mitten auf dem Zion in Jerusalem. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und doch hat Gott Mittel und Wege, uns Menschen nicht nur zu erschaffen, sondern eines Tages auch wieder zusammenzubringen. Und auf den Tag freue ich mich, wenn wir alle miteinander Santo, Santo, Santo singen. Heilig ist der Gott Zebaoth. Und auch die Menschen, mit denen ich jetzt noch keinen Frieden habe oder mit denen irgendwas in der Vergangenheit liegt, was mir jetzt noch schwerfällt. Naja, vielleicht werde ich auch mit denen die Ewigkeit verbringen. Ein guter Grund, jetzt schon Gott zu loben, Versöhnung zu suchen, immer wieder zueinander zu finden. Denn im Himmel werden wir das sowieso tun und an Gottes großer Festtafel. Vater im Himmel, ich freue mich auf dieses himmlische Festmahl. Ich freue mich, wenn du wiederkommst und alle Tränen und alles Leid, aller Krieg, aller Terror, aller Gewalt ein Ende hat. Wenn nur noch deine Liebe regiert. Heilig, heilig, heilig bist du Gott und deine Heiligkeit wird auf uns übergehen und alles Dunkle wirst du von uns tun und besiegen, ein für alle Mal. Und danke Gott, wo wir solche Tische heute schon decken, wo wir Gottesdienst, Abendmahl feiern, wo wir zusammenkommen, wo Menschen, die sich erstmal vielleicht nicht sympathisch waren, doch zueinander finden, sich an einen Tisch setzen, wieder ins Gespräch miteinander kommen. Du kannst das schenken, Gott. Wir bitten darum.
dass sich dein Friede durchsetzt auf dieser Welt. Herr, komme du und mache alles neu. Und fange heute damit an. Öffne unsere Augen, Herr, wo es gilt, Wege zueinander zu finden. Öffne unsere Herzen, Herr, und mach uns bewusst, wir haben einen Vater im Himmel, zu dem wir als Kinder kommen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.